genannt. Ja, ja. Werden ja nur in. Ein Erste-Hilfe-Set. Nice. Ach, hallo! Fatty McFatfat, was ist los? Erstmal Serum hier nehmen. Mehr Headtraps. Nö. Das hier sind, glaube ich, die Protagonisten aus dem ersten Teil. Deswegen kennen die sich damit schon so ein bisschen aus. Nehmen. Was kann ich denn da nehmen? Dietrich. Wo ist denn das bitte ein Dietrich? Ist das ein Dietrich? Das sieht für mich aus wie ein Schlüssel. Das ist ja ein Schlüssel. Dietrich, alles klar. Mhm. Das sind die neuen Dietriche, Freunde. Was? Schauen? Was kann ich da noch machen? Knacken. Ich kann da was knacken. Knack doch einfach mal. Ach, da sind sie. Die Headcrabs. Ja. Das ist Liebe. Ich glaube, die sind nämlich zusammen oder so. Krieg ich das hin? Tatsache. Du hältst mir die ja vom Hals, ne? Too bad I didn't time that one. Kleiner Schlüssel. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder drei. Das heißt, ich kann die Kiste hier öffnen, was mir sehr gut gefällt. Aber wo geht's denn weiter? Irgendetwas versucht, die Tür aufzubrechen, okay. Okay, also... Gibt es denn so einen, der so aussieht? Nee, ne? Minimal, aber der sah aus wie ein Schlüssel, der hat da so Herzform gehabt, ja, ne? Aber das war für mich ein Schlüssel. Ja, da vielleicht. Ja. Hier wurde irgendjemand mit Elektronik vollgepumpt. Ja, würde ich vielleicht nicht durchlaufen. Würde ich auch nicht fragen, weil hier überall Wasser ist. It looks like a squat. Yeah, und wenn ich die Kamera drehen würde, oder könnte, wäre ich viel glücklicher, weil ich dann auch sehen würde, wo ich, ab wo sich dann dieser Teil mit dem... ist zu alt, ich kenne es gar nicht. Ja, ja, alles andere ist verschlossen, aber du kannst nichts öffnen. Schauen, was ist das? Graffiti. Ich habe jetzt gedacht, das wird irgendwie die Elektronik stoppen oder so. Scheiß doch einfach drauf. Ach, guck mal da. Ach, guck mal da. Was haben wir denn da drin? Gummigeschosswaffe. Ich habe gedacht, die haben wir verpasst. Auch aufladen, da. The battery's full. It's okay. Was nehmen? Was konnte ich denn da? Ach, den Stuhl. Okay. War vielleicht hier noch irgendwas drin, was ich übersehen habe? Ich habe halt keine Ahnung von dem Spiel, ne? Versteht ihr? Gut. Nee, gut. Dann würde ich jetzt durch den Strom laufen. Nee, geht nicht. Okay. Warte, kann ich durch ein Fenster? Nö. This door in the middle of the corridor. We need to find a way to open it. Ich hab doch einen Dietrich gefunden. Ja. Wahrscheinlich einen speziellen Dietrich. Also lass uns nochmal zurückgehen. Shannon, du hast recht. Ist gut. Irgendwas klemmt dahinter. Ich will gar nicht wissen was. Aber weitergehen. Zu dem super gruseligen Spiel. Die ist fest verschlossen. Spiel, willst du mich trollen? Die Kästen kontrollieren den Sturm, der von Damm erzeugt wird. Das kann ich nicht spielen. Mach den Stuhl doch mal weg. Ich will nichts nehmen. Ja. Dann hau die Stromkästen mal ordentlich kaputt. Dip. Wie wär's, wenn du den Strom abdrehst? Na, ist ja auch egal, ne? Da ist ein Hebel. Fest verschlossen. Jetzt sag mir nicht, den Dietrich, den du benutzt hast, war eigentlich voll für den Arsch, weil du brauchst den für da, aber du hast ihn für den kleinen Schlüssel benutzt und deswegen bist du am Arsch. Spiel, wenn du so scheiße bist, ne? Ah, da war eine Blendgranate, stimmt, ich hab mich im Grunde, was ist das? Total verrostet, lässt sich nicht öffnen.
So, so, hat unser Meisterschlossknacker ein Problem? Ja, hab ich. Ich hab keinen Dietrich mehr. Und das kotzt mich derbe an. Vielleicht habe ich ja hier noch irgendwas übersehen. Schauen, sie ist leer. Ich habe sie ja auch eben geleert. Aufladen, habe ich schon. Können wir den Strom vielleicht überladen? Wäre zu logisch, dass es klappen könnte. Gib mir mal deine Kanone. Bis? Geht denn der Strahl da lang? Ach du Scheiße, der war ja total dick. Nee, bringt gar nichts. Vielleicht muss ich tatsächlich die Stromkisten da vorne überladen. It's okay. Wahrscheinlich. Also das wäre jetzt das Einzige, wo ich noch Ahnung von hätte, was ich tun könnte, um in diesem Spiel in irgendeiner Art und Weise weiterzukommen. Ansonsten, hey, war's das? Nein. Ansonsten ist hier der Bug. Stromkästen. Ja. Nee. Lauf da bloß nicht rein, du Depp. Ich kenn euch. Kannst du das Ding nicht aufmachen in der Mitte? Sieht nicht so aus. Du hast auch noch Dynamit. Wo soll ich das denn bitte benutzen? Direkt da davor. War so eine verdammt dumme Idee. Kann man die Tür aufsprengen? Mit Dynamit? Weil da hinten sind die Stromkästen. Guck doch gerade mal komplett lösungsmäßig. Haben wir das letzte Mal auch benutzt. Ja. Na, und was macht ihr heute noch so? Schreibt's mal in die Kommentare. Sagt's mir, sagt's im Bildschirm. Ich werd's eh mitbekommen. Ich beobachte euch. Nicht. Fühlst du dich hier wohl? Ja. Das freut mich. Das freut mich, dass sich Leute hier doch bei mir wohlfühlen, eventuell. Auch wenn sie hier gerade mitten in einer Nerdaufnahme sind. Du brauchst mal eine Produzentencouch. Ja. Ja, und einen Tisch, der dann auf dieser Höhe ist. Zum Damm Teil 1 wäre das Ganze. Eins oben drüber. Ja. Milo liest es jetzt ganz elegant vor. Was ist denn jetzt mit Code und noch? Okay, da waren wir überall schon. Zum Damm Teil 1. Nachdem ihr es... Wenn ihr vorher schon zwei kleine... Ja. Müsst ihr mit Shannon den Dunst einsaugen? Ja, das haben wir schon. Warte, nun geht durch die Stahltür. Es gibt ein Dampfrätsel zu lösen. Was für eine Stahltür? Könnt ihr jetzt die Box öffnen, wo die Bretter davor sind? Hä? Ihr müsst den, das Quadrat immer bei dem Schwarz. Und ihr bekommt einen kleinen und einen normalen Schlüssel. Ja, der normale Schlüssel war angeblich ein Dietrich. 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 Für mich ist das immer noch kein Dietrich. Einen kleinen und einen normalen. Ja, ja. Du hast nur einen normalen. Nee, der normale wäre dann der Dietrich, meines Erachtens. Ja, meine ich auch. Aber wo könnte ich den dann benutzen? Normalerweise ist es ja so, ich... Ach, ich bin doch so ein Depp. Ich muss im Inventar den benutzen. Funktioniert nicht. Dann muss es irgendeine andere Tür sein, die verschlossen war. Wahrscheinlich diese Metalltür, diese Stahltür da. Nun geht es durch die Stahltür. Ja. Ich bin so ein Depp. Ihr habt euch alle gerade 5000 Mal im Kopf gegriffen. Ich hab's gesehen. Wie unnötig ist das denn? Bitte benutzt die Items doch von selbst. Ja. Ihr Schwuchteln. Was ein Dampfrätsel gibt's jetzt, gilt's jetzt zu lösen. An das erinnere ich mich, das war nervig.
Gibt's da irgendeinen Tipp, soll ich mit Shen spielen oder nein? We can't go through right now. But from here, we should be able to manage the pressure in the pipes. Sven könnte das gut. Das hat er im Matheunterricht immer gemacht. Ach, du kannst diese ganze Scheiße auch noch einzeln steuern. Leck mich doch am Arsch. I don't understand about Kenny. He shouldn't have smelled that flower. That made things worse. You have to admit, it's not easy. Sorry. Having this thing inside us. You need to try to stay sane. I wouldn't want to have to kill you. Don't get carried away. I'm managing. So, was haben wir denn hier? Drehen? Schließen. Wie mache ich das denn? Nach oben drücken. Nein, mit dem Steuerkreuz. Rechts. Das, du weißt schon, dass ich da gerade alles drücke. Ah. Oh. Du musst das den Analogstick drehen. Das Spiel denkt mit. Das Spiel denkt mit, vor allem weil es ein PC-Spiel ist. Wie soll es denn da drehen? WASD oder was? Wie willst du ein WASD drehen? Tasten rausnehmen oder in der Luft drehen oder was? Ja, oder die Pfeiltasten. Kannst auch nicht drehen. Ja, es waren aber Pfeiltasten. Ja, scheißegal. Nicht dasselbe. So, wo ist Shannon übrigens? Ist die schon wieder bei mir? Hallo? Ja, Shannon ist bei mir, sehr schön. Ja, ich bitte doch sehr darum, den aufzuladen. Benutzen. Fahrstuhl funktioniert nicht. Schaltpult. Na, das ist doch lustig, das Schaltpult. Kontrollkonsole, Schaltpult, einfach draufhauen. Ich weiß, was du machen musst. Ich hab nicht gelesen, nein, nein. Ich muss öffnen. Ja. Tu ich gerade. Ja. Amy! Damn, what's she doing? Oh, das kommt jetzt schon? An die Stelle erinnere ich mich. The elevator controls are dead. Jetzt kommt wieder ein Bosskampf. Scheiße. Can anyone hear me? Amy's trapped inside the dam. We need welding equipment. It's Sven. Lötkolben. We're on our way. Für was auch immer wir den brauchen. Wahrscheinlich für die Aufzugskontrolle. Ja. Mach mal den Wagen auf. So. Jetzt wird's lustig. Wir müssen jetzt den Lötkolben besorgen und. Ah, stimmt. Corey ist ja verletzt. Stimmt. Der wurde ja eben derbe durch das Teil da gehämmert. Und ist noch nicht verblutet. Und ist noch nicht verblutet, ganz logisch. Das macht das Adrenalin. Ja. Das könnte durchaus sein sogar. Nee, okay, ich weiß, wer da. Adrenalin erhöht die Herzfrequenz. Also eher nicht. Moment. Kann er das Ding heben? Ja. Ich habe nur gerade eben nicht so schnell schalten können. Hm. Ich hämmer doch auf die Taste, jetzt hämmer der. Du bist Norweger, komm, hau das Ding hoch. Meine Fresse. Das kannst du eigentlich. Ich hämmer das Ding hoch, los. Aber du bist kein Norweger, Jack. Ich akzeptiere das. Spring. Dann spring. So machen wir das. Wir sterben nicht. Es ist auch übrigens sehr gesund, dass er jetzt mit dieser Wunde da so viel macht. Sehr gesund. Und dass er gerade auf diese Wunde draufgefallen ist, ist auch super. Super gesund für die Wunde. Heilt dann schneller. Oh, schon wieder eine Blume. Ist es nicht notwendig, sie aufzuladen? Schon wieder ein kleiner Schlüssel? Jetzt müssen wir wieder drei kleine Schlüssel finden für irgendwas anderes. Wollen wir speichern? Ja, komm, wir speichern. Ich bin gerade so schön dabei. Schöne Grüße an Lisa. Hierbei. Ja. Hast du die Komplettlösung mal aufgelassen oder hast du weggemacht? Ja, hab ich weggemacht. Oh. Brauchen wir eh nicht mehr. Wenn nicht, hast du schnell gegoogelt, ne? Hm? Weil jetzt sind wir zum Dammteil 2. Ne? Must be below water level. This is the ideal landmark for a low life like Kenny. It's dark and it stinks. Da können wir nach oben, lass mal schauen. Können wir nicht durch, okay. Ich will mich gerade nur vergewissern, was da so den Gang entlang ist. Oh, ich weiß es bereits. Sven, wo läufst du denn rum? Du
Schwuchtel. Und wo warst du, Sven? Ist auch egal. Ist auch egal. Du benutzt definitiv ein Serum. This stuff works fast. Weiß ich doch. Sven ist einfach weitergelaufen. Das war super. Bester Freund auf der Welt. This is the ideal landmark for a lowlife like Kenny. It's dark. Ah, da kommen sie schon. Ah, Mann, mach doch keine Scheiße jetzt. So, ist das Ding tot? Ja. So, wo ist noch ein Herz? Da ist bestimmt noch eins. Da ist noch eins. Sag ich doch. Ich find's schön, dass unsere Charaktere immer weniger werden, denn... Das bedeutet, wir brauchen nicht mehr so viel Heilmittel für die. Ist gut. Ach, da hinter uns ist auch noch was. Ein Elektroschocker ist leer. Ja, macht nichts. Soll er halt mit dem Baseballschläger mitmachen. Ja. Wir haben ja gleich schon wieder ein Serum zusammen, was mir sehr gut gefällt. Aber da waren noch zwei, oder? Tatsache. Weiß ich. Dreimal das Rad werde ich gleich benutzt. Und wer die andere benutzt. Oh, das hat er nicht gesagt, ne? Lass mich raten, dafür müssen wir da durch. Jetzt ist es ein Schweißgerät? Ja, ja, ein Lötkolben-Schweißgerät, alles dasselbe. Am Schluss brauchen wir noch Nussknacker oder sowas. Ja. Klar. Natürlich wird es. Lötkolben ist ja auch ein Schweißgerät. Ja. Mit einem Schweißgerät löte ich auf Platinen. Ja. Und mit einer Heißklebepistole machst du das auch. Ja. So, alles dasselbe. Ist eigentlich nur das. Ist eigentlich nur der Unterschied, was du sagst. Also. Genau. Ne? In welchem Kontext du es benutzt. Ja, genau. Die Heißklebepistole kann das genauso wie der Lötkolben oder wie der Schweißgerät. Ja. Ernsthaft? Corey! Ernsthaft? Er fällt erst hin und verliert dann seinen Kopf. Oh, das Spiel ist so super. Oh, das Spiel ist toll! Das Spiel ist... Ich hasse es, ich höre jetzt auf. Wie lange haben wir aufgenommen? Ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal. Eine Folge. Zwei Folgen. Höchstens, ne? Ja. Sollen wir es nochmal probieren? Na ja, probier es noch einmal. It's disgusting, but it works. Na dann. Ernsthaft? Na, ist auch egal. This is the ideal landmark for a lowlife like Kenny. It's dark. It's dark. Ah, oh, komm. Gib ihm aufs Maul jetzt. Er ist tot. Das, wenn du mich durchlässt, kill ich das Ding sogar für dich. Sag ich doch. Nee, du sollst ja nicht runter, du sollst das Ding aufnehmen. Das wäre eine Dose Serum bekommen. Was wunderschön ist. Was ist denn da? Kann man da rein? Natürlich nicht. Dafür verläuft das Spiel zu linear. Warte, warte. Du hältst es kurz ohne mich aus, ne? Du hast eh mehr Leben als ich, Drecksack. Und eine Dose Serum. Sehr schön. Also, wir werden von den Dingern instant geköpft. Ja. Sagt der Norweger. Warum geht der Norweger da eigentlich nicht durch? Ich meine, der hat doch den Kopf aus Stahl als Norweger. I am not gonna get hit by a blade.
Und wenn dann nur von so einer langsamen, weil die langsame könnt ihr von der Geschwindigkeit her nicht den Koffer abreißen. Theoretisch gesehen. Ja. Da fehlt eine. Eins, zwei und los. Und ich brauche den Klettermechaniker, na ist ja geil. Eins, zwei und jetzt.